So, und da bin ich wieder. So, was wollen wir machen? Findet einen Kessel in Leuchtenstein. Haben wir eine Aufgabe. Wird nochmal nach Leuchtenstein gehen, zur Hauptstadt. Wir sind ja jetzt Stufe 15. Und vielleicht sind wir da in der Lage. 2,2K hast du an Enttäuschungen. Finde ich super. Freddy, hast du noch so viele Punkte? Ich glaube nicht, dass du so viele Punkte hast. Ne? Musst du wieder einiges sparen. Ah, Freddy, ich habe ja gesehen gehabt, du hast ja auch schon bald die 50 Follower voll. Machst du dann auch den Affiliate? Hier waren wir schon. So, wir gehen zur Hauptstadt. Wir sammeln da einiges an Schrott. Hast schon überlegt, wie du bei dir dann die Punkte nennen wirst? Nee, man kann die leider nicht ausschalten. Also nicht komplett. Ich habe das auf das Minimalste bei mir gemacht, was möglich ist. Also zumindest was, wie es für mich aussieht mit der Werbung. Ich weiß nicht, ob man es noch weniger machen kann. Aber ich habe das schon auf das Minimalste gesetzt. Aber man kann die leider nicht komplett ausschalten auf Twitch. Man kann das aber so machen. Man kann die Werbung für Abonnenten ausschalten. Und ich habe das so gemacht, dass zumindest jede Stunde mal Werbung kommt. Das ist das Minimalste, was man kriegen kann. Der tut mir leid. Ich will ihn erlösen. Okay, der ist ein Bug. Mit dem kann man nichts machen. Standort oben. Ah, ich bin schon da. Hassplitter nennen. Ah, okay, du hast also noch keinen Plan, wie du die nennen würdest. Ah, lass dir da auf jeden Fall Zeit. Die haben ja anfangs erstmal so. Alles klar, Pascal, dann viel Spaß mit Mr. Monopoly. Also reich bei Monopoly, mit ihm zusammen zu zocken, zu daddeln. Und grüß ihn mal von mir. Und auch Zebrahead oder Zebrahead. Grüß den auch mal von mir. So, wir sind in der Hauptstadt. Ja, aber anfangs reicht es, wenn die einfach Kanalpunkte heißen, Freddy. So, man muss ja nicht alle sofort fertig haben. Und man kann die alles im Nachhinein umbenennen und so. Ich nehme hier alles mit. Am liebsten wäre mir, wenn ich jetzt Strap finden würde. So, da haben wir Strap. Und wieder so einen großen. Out. Okay, wer schießt da? Einmal hier kurz aus dem Miasma raus.
Der hat geschossen. So, alles wieder mitnehmen. Von der Seite wahrscheinlich. So, auch mit den Emotes und so weiter kann man sich alles Zeit lassen. Muss man ja nicht alles sofort haben. Da vorne ist was zum Lesen. Kommt man da hoch? War ein bisschen buggy gerade. Kommt man irgendwie anders dahin? Ich würde gerne das Holz hier wegmachen. Okay, das wird wohl nichts. Da gab es aber was zum Lesen. Hier auch. Wache des Nordenstiefel. So. Belagerungsbericht Tag 3. Status. Schrecklich. Treffer heute 17. Dieser Abschnitt wurde hastig hingerissen. Es ist nichts mehr da. Zerfetzt wie Zuckerwatte. Ihre Katapulte sind Teufelswerkzeuge. Verdorbenes Feuer. Hellblau und verschwommen. Ein fauliger Gestank. Eine unbekannte Zahl. Zu viele. Angeführt von Forgoth. Er kommt. Schwere Stiefel hat Kadens Schädel zertrümmert. Unten verloren. Dreck und Schlamm, alles rot. Eine Welle aus Stahl bahnt sich den Weg zum Marktplatz. Meine Brüder unten schreien. Kein Weg dorthin. Es ist laut, die Schreie. Ich kann das nicht ertragen. Bei den Göttern. Bitte, ich bin nur ein Knappe. Bitte lasst mir meinen Kopf. Kaden, es tut mir so leid. Okay. Also, den Namen Forgoth haben wir jetzt öfters gehört. Kann es sein, dass er der große Antagonist ist? Ich komme da, glaube ich, nicht so einfach hin. Oh, Nägel, perfekt. Die suchen wir. Ich komme da nicht so einfach hin. Nee, das wird wohl nix. Nein, das wird nix. Wir werden hier nach Leutenstein wohl öfters herkommen müssen. Da vorne sehe ich wieder was. Versuch mal so darüber zu kommen. Bretterbuben. Lass mir raten, hier drinne? Nö. Hier haben wir eine Kiste. Kettenheilung, das brauchen wir nicht. So, was haben wir hier? Sind die Früchte des Weinstocks genießbar? Mein Verdacht in Bezug auf Helga hat sich als richtig erwiesen. Sie war untreu. Und mit Roderick, diesem Hanswurst von einem Verbrecher. Sie haben es auf mein Vermögen abgesehen. Also werde ich Helga in eine Falle locken. Ich habe eine Anzeige im Leuchtensteinblatt aufgegeben. Darin flehe ich sie an, sich auf einen Drink mit mir in den Privatgemächern der Pension zu treffen, in der wir uns kennengelernt haben. Dort wird sie etwas finden, dem sie nicht widerstehen kann. Ein Becher Wein, der mit Gift versetzt ist. Dann bin ich diese bärmliche Vibe endlich los. Von dem Game, was die Story bisher ist, soweit ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass wir das Flammenblut sind. Wir sind erwacht. Die Welt ist hier von so einem Miasma. Hier,
überrannt worden, sage ich jetzt mal. Also die komplette Welt. Also hier ist alles voll von diesem blauen Schimmer. Dieses komische Dunst. Und wir haben ein paar Überlebende, die auch in solchen Kesseln waren. Wie wir, also wie und unser Charakter. Und mit ihm mussten wir die Überlebenden auch aus diesen Kesseln rausholen. Wer greift mich hier an? Wer schießt hier von wo? Genau, wir sind ja auch Überlebende und hatten und das sogenannte Flammenblut. Wir sind quasi der Erlöser dieser Welt. Und nach glaube ich zumindest, finden wir raus, wer der große Antagonist ist, wer das Miasma hier auf die Welt ausgesetzt hat und hier die komplette Bevölkerung zu diesen Miasma-Wesen hier verwandelt hat. Also zu diesen komischen Viechern. Ich hätte gern diese Ziegeldächer. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die schon haben. Erstmal machen wir das weg. Okay, große Kampfmusik. Oder epische Kampfmusik. Oh, Metallplatten, perfekt. Autsch. Ich glaube, das war ein Fehler. Okay, der Große kommt jetzt auch noch. Autsch. So, den erstmal loswerden. Jetzt den Großen. Sobald wir den los sind, können wir uns um die erste Wurzel da hinten bauen. Jetzt kommt der hier auch noch. Träger haben wir jetzt wieder. Ist der besser als der hier? Warte mal, ich pack den mal nach hier oben. Den haben wir vergessen zu verbessern. Der hat aber 260 maximale Haltbarkeit. Wenn der hier legendär ist und der hier episch, warum ist der Epische besser als der Legendäre? Jetzt ernsthaft. Nehmen wir den. So. Weg mit dieser Miasma-Wurzel. Hier haben wir noch was zum Lesen. Die Eindringlinge haben den Platz eingenommen. Die Fußsoldaten müssen auf dem Weg zum Hafen sein. Sie nähern sich dem Tor, kein Zweifel. Zum Glück habe ich es noch rechtzeitig auf meinem versteckten Dachboden geschafft. Ich kann sie von hier aus nicht sehen, aber ich höre sie. Ihr Herr, der Wächter des Nordens, singt. Sein Gesang klingt düster und unheilverkündend. Bewegt sich der Himmel draußen? Nein, das sind die Wolken. Ein nebliger Schleier mit Streifen aus blauem Licht. Was um alles in der Welt? Ich wage einen Blick. Ich kann es sehen. Das Kopfsteinpflaster reißt auf wie fauliges Fleisch. Er zieht seine Handschuhe aus. Bei den Erbauer, seine Hände. Sie sehen erfroren aus, tot. Wie konserviertes, fauliges Fleisch. Hebt er da etwas auf? Ich kann nichts sehen. Noch ein kleines Stückchen weiter. Wache des Nordens. Hier haben wir ein Licht.
Frage, die ich mir jetzt stelle, ist aber, wo finden wir den Kessel, den die gute Dame hier haben will? Was haben wir hier? Noch mehr Äste. Können wir Pfeile herstellen? Ich bräuchte jetzt nur etwas, um mein Schwert zu reparieren. So, Tagebuch. Leuchtenstein liegt in Trümmern. Der Freund der Bäuerin Raoul muss sich irgendwo an einem sicheren Ort verstecken. Vielleicht ist der Kessel noch irgendwo zu finden. Hier durch? So, ich würde hier gerne durch. Durchsuchen. Ja, perfekt. Jetzt nicht das, was ich gesucht habe, genau, aber... Ich würde gerne wissen, wo ich jetzt einen Kessel finde. Das ist gut, dass ich hier jetzt gelandet bin. Aber wollte ich noch da oben? Nein, da komme ich nicht hoch. Oh, was ist da? Ah, der Zaubererhut, perfekt. Gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit zu pennen, damit es wieder hell wird? Da ist nochmal so ein großes Viech. Jo, was ist hier in die Luft gegangen? So, okay, hier haben wir aber noch so einen Zettel zum Lesen. Gestern ist der Fluss übergelaufen. Ist einfach über den Bordstein gestiegen und bis zum Platz geschwemmt. Die sonst sanften Wellen des Flusses schäumten an der großen Treppe. Eine heftige Flut, sagten sie. Flussaufwärts muss sich eine Blockade gelöst haben. Aber ich bin anderer Meinung. Das Wasser schmeckt anders. Es peitscht gegen unsere Außenmauern und steigt immer weiter. Während der Herrschaft von Königin Erlands wäre das nie passiert. Unser Königreich wird unter Gormanda zerfressen. Wir sind schwach geworden. Genau, Gormanda ist ja der eine König, der hier gewesen ist. Hier haben wir nochmal... Und... Forgot war jetzt quasi der große, böse Antagonist, sagen wir mal. Okay, wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Okay, in einem gewissen Abstand muss man sein. So, Wolfskralle. So, den einmal weg. Den auch nochmal. Okay, das ist kein Pilz. Ich
hätte jetzt nur gern irgendwas, um mein Schwert zu reparieren. Vollkommen egal, was, also ob eine Werkbank, so ein Bügeleisen, wie Hel das immer nennt. Neuer Ort kartiert, Hafen. Das ist der Hafen. Und ansonsten wird es gleich echt schwer, hier noch weiter voranzukommen. Vorne ist was. Ach so. Nicht das, was ich gesucht habe. Nee, das ist nicht das. Okay, ich hatte gehofft gehabt, ich könnte das benutzen, aua. So, wo sind wir hier? Versuchen wir den Käfern hier aus dem Weg zu gehen. Was haben wir hier? Egal was in der Kiste ist, dann out. So. Okay, die versuchen durch die Tür zu kommen. Plündern. Nägel haben wir hier. Und Metallsport. Okay, hier bin ich jetzt in Schwierigkeiten. Nein. Okay, die eine kommt da hinterher. Oberstadt. Haben wir jetzt Ruhe? Ja. Was haben wir denn da? Hier sind auf jeden Fall Nägel. Und Garn. So, was steht hier? Gormanda wacht über uns. König Gormanda, Sohn der glorreichen Erlands, Schutzpatron des düster Dickichts und der Hochwein, wacht über uns. Sein ehrvoller Blick vereint uns alle, beschützt uns vor Unheil und geleitet uns in ein neues Zeitalter des Wohlstands. Was steht hier? Leuchtensteinblatt. Mal wieder nichts Gutes über Gormanda. König Gormandas letztes Geschenk an Leuchtenstein ist, gelinde gesagt, ein absoluter Reinfall. Und natürlich der lachhafte Versuch eines Mannes mit Holzgebiss, seiner glorreichen Mutter nachzueifern. Es ist eine überaus platte und uninspirierte Geschichte. Seichter als die Wasser von Weißwind. Letzten Sommer, ihr erinnert euch, wollte unsere Lordschaft die Oberstadt in Gormanda Gärten umbenennen. Zivile Unruhe verhinderte dies. Leider wurden wir stattdessen von einer Statue seines Abbilds gesegnet. Der Blick der besagten Statue ist genauso schlaff und müde wie des Königs Einstellung zu den brodelnden Konflikten im hohen Norden. Das Beste an Gormanda ist und bleibt, neben seiner gefüllten Goldkammer, sein hölzerner Überbiss. Ramone Jones, Leuchtensteinblatt, Editor.
So, Standort oben. Also wo genau muss ich jetzt danach suchen? Warte, da leuchtet was. So, lesen. Die Katakomben, ich bin unruhig. Des Nachts dringt hinter den Mauern ein Stöhnen an meine Ohren. Ein Röcheln, knirschend und dumpf. Ein Wimmern aus einer Kehle, trocken wie der Sand des Ödlands. Ein hohles Klopfen gegen meinen Schädel. Es heftet sich an meine Wirbelsäule und erschüttert mein Inneres mit jeder Vibration. Ich kann das nicht ertragen. Ich habe Holz und Nägel mitgebracht. Was auch immer es ist, ich lasse es nicht herein. So, das nehmen wir mit. Wir haben aber auch was im Inventar, was wir nicht haben wollen. Wie das hier zum Beispiel. So, nochmal neu sortieren. Den brauchen wir auch nicht mehr, eigentlich. Gucken wir mal. Ist 15, 12. Meins ist besser als das. Auch wenn das cooler aussieht. So, vielleicht muss ich hier rein. Ah, hier geht's nach oben. Hier gibt's nochmal Wasser, perfekt. So, und jetzt wird's langsam hell. Dann brauchen wir die Fackel auch bald nicht mehr. Brauchen wir auch nicht. Ja, wo genau muss ich suchen für den Kessel? Ich sag mir andauernd Standort oben, aber wo oben? Wo muss ich suchen? Um nach Leutestadt zu gelangen? Ja, okay. Liegt in Trümmern, der Freund der Bäuerin Raoul muss sich irgendwo an einem sicheren Ort verstecken. Vielleicht ist der Kessel noch irgendwo zu finden. Er steht da auch nicht. Da oben leuchtet was. Hier rein. Ich glaube, hier drinnen waren wir noch nicht. Ah, hier. Per königlichem Erlass. Verehrter Ermittler Lachlan. Ich übermittle hiermit persönlich eine schlimme Nachricht. Im Düsterdickicht sind immer wieder Personen verschwunden und nun hat eine Provinz namens Irwurzburg jeglichen Kontakt zu unserer Regierung abgebrochen. Irwurzburg hat mir, ihr König, die Treue gehalten und gilt als wichtiger Teil meines Königreichs. In Anbetracht ihrer langjährigen treuen Dienste befehle ich Ihnen hiermit, das Antworten zu suchen und in aller Eile Bericht zu erstatten. Gezeichnet König Gormanda. So, aber ernsthaft, wo muss ich suchen? Mir gefällt auf jeden Fall die Stadt, wie es aufgebaut ist. Vielleicht in dem Turm? Oder es kann auch sein, dass es einem der Häuser ist. Kann man auf der Karte irgendwie erkennen? Wohin? Leuchtenstein? Kessel muss hier sein, okay. Dann... Keine Ahnung, was das ist. Oberstadt Gormanda. Ein verstreutes Erbe. Dahin, okay. Ah, hier.
Okay, hier haben wir noch so ein Refugium der Flamme. Autsch. Komm, wir machen die erstmal alle platt. Da haben wir auch noch was zum Lesen. So, komm. Jo, okay. Da kommen jetzt... Wie viele sind das denn jetzt? Alter, was? Okay, das sind doch ein bisschen viele. Bisschen sehr viele. Out. Okay, wo sind wir gestorben? Ich kann mich nicht bewegen. Außer im Kreis. So, jetzt. Da hinten sind wir gestorben. Nicht zu ihm, nicht zu ihm. Gegen ihn wollte ich jetzt noch nicht kämpfen. Hier waren sehr viele. Viel zu viele auf einen Schlag. So, Stufe 16, nice. Gibt's hier noch jemanden irgendwo? Okay, dann weg damit. So. Nehmen wir meinen Scheiß hier wieder mit. Looten die alle nochmal? Das waren aber echt viele gerade. Da oben gab es aber was zu lesen. Wie kommen wir wieder hoch? Ich glaube hier rum, oder? Teerbogen nehmen wir mal mit. Wie komme ich da wieder hoch? Vielleicht gar nicht. Wo kommst du denn her? So, Nägel, perfekt. Was war das? Leinen, ah, okay. Hier haben wir noch einen Text. Erbauer steht uns bei. Sie sind durchgebrochen. Die Soldaten der nördlichen Wache, sie haben alles verwüstet. Brüchige Mauern endgültig zerstört. Das Tor wurde gesenkt. Wir sind ausgesperrt. Wir können nicht rennen.
Die Ratten im Käfig. Ihre Fäuste knallen an das Eisen. Ich senke meine Hände, presse meine Handflächen zusammen und bete. O Erbauer, bitte. Irgendjemand soll die Tore öffnen. So, die Richtung vielleicht? Muss ich in das Gebäude? Ah! Hier haben wir noch so ein Ding. Und hier haben wir den Kessel. Von geweihtem Licht umhüllt. Nichts ist mehr heilig. Drei Pfeile an Kaspers Rippen. Und Markus' Wirbelsäule ist sicher nicht zersplittert. Wir haben ihn in Sicherheit gebracht, während das Feuer auf uns niederprasselt. Wir wurden bei Einbruch der Dunkelheit von Commander Cyrus getrennt, als die Brut sich angeschlichen hat. Doch wir sind über alle Maße gesegnet, während das strahlende Licht uns schützt. Wird sich die Brut nicht nähern. Vielleicht konnten wir auch nur durch den Segen von Emily Frey Zuflucht finden. Ich bete, dass die Route der südlichen Karawane sicherer ist als unsere. Ich muss jetzt aufhören. Kaspar weint. Ich muss ihn beruhigen. Raoul. Okay. Das nehmen wir mit. Die Nägel nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Ne, das sammeln wir nicht ein, aber das. Okay, wir haben den Kessel gefunden. Was gibt's denn hier noch? Das hier. Hier nochmal sortieren. Was haben wir hier Neues? Beim Schmied haben wir was Neues. So, dann, wir haben ja das komplette Hüter-Set. So, Greifhaken-Zuganker, Greifhaken-Schwunganker. Kessel können wir bei ihm bauen. Ah, okay. So. Tagebuch. Oberstadt des Commander. Der Schatz des von Commander soll irgendwo in der Oberstadt von Leuchtenstein vergraben sein. Mach dich auf die Suche. Nein! Genial. Schön. Wo finde ich jetzt mein Krams? Hier. Hier gibt es auch wieder was zum Lesen. Natürlich. So, das ist ein Blutding hier. Machen wir einmal weg. So, was haben wir hier? Der Ruhm erhebt sich wieder aus den Tiefen. Liebe Leute, hört meine Geschichte. Es ist wahr, sie sind zurückgekehrt. Ich habe die Irrlichter mit meinen eigenen Augen gesehen. Unten an den Ufern von Weißwind, heller als je zuvor. Sie sind zurückgekehrt, um das herrliche Licht aus der Tiefe zu bringen, das aus der Bucht kommt. Habt keine Angst. Sie sind unsere Reptilienbrüder. Glitzernde, schuppige Rücken tauchen aus dem Wasser auf. Bereit, euch zu sicheren Ufern zu tragen. Das Glück muss uns hold sein. Unser Krieg wird enden. Die Begeisterung für das Elixier wird nachlassen. Das Wasser und der Regen werden klar und der Boden wird nicht mehr sauer sein. Gute Omen sind überall. Ja. Eine Warnung an das Volk. Kellenbruch zersplittert und zerfällt. König Omanas imperiale Garde erwartet einen bevorstehenden Einschluss. Haltet euch von der Grotte fern oder nähert euch nur auf eigene Gefahr. Rettungsmissionen können nicht gewagt werden, bis der Krieg vorbei ist. Außerdem bleibt den Ufern bei Nacht fern. Augenzeugen bestätigen seltsame Vibrationen im Wasser, sowie schwimmende Lichter. Doch seid beruhigt, König Omanda möchte euch höchstpersönlich darüber aufklären, dass die besagten Sichtungen eines Wassermonsters des Weiteren unbelegt bleiben. Leuchtenstein ist so sicher wie eh und je. Kommandant Hicks. So, was haben wir hier? Weißwolfschwert. Natürlich kommt der jetzt an. Alter, jetzt habe ich mich wegen dem erschrocken, Mann. Warte mal, wie viel Schaden macht der? 32. Ist aber voll ausgerüstet.
der hier. Der mich hier macht genauso viel Schaden. Und sieht viel geiler aus. So, da kommen wir nicht so einfach rüber. Nein, ich will da hoch. Hör auf zu rutschen. Ich komme da nicht hoch. Ey, ich mag den Bogen. Das ist ja richtig schnell. Irgendwie. Ja. Nehmen wir auch alles mit. Nein! Weg! So, wir sind wieder am Hafen. Hier haben wir noch einen Teerbogen. So, wie kommen wir noch mal dahin? Ich glaube, die lassen mich in Ruhe. In die Richtung muss ich, okay. Standort unten. Hier muss ich graben. Jo! Okay. Ah, wir haben übrigens 4 Punkte, sehe ich gerade. So. Veteran beim Angriff. Ja. Machen wir direkt hier rein. So, schnelle Klingen. So, das hier mache ich noch nicht. Da. Aber ich mache den hier jetzt mal. Ein verstreutes Erbe. Nee, ich habe keine Lust zu sterben. Ich möchte leben. Da ist auch noch was am Leuchten. Nee, hier ist nichts am Leuchten. Dann habe ich mir das nur eingebildet. So, ich muss in die Richtung, zum Hafen. So, ich laufe mal an denen vorbei oder fliege mal an denen vorbei. Okay. Da bleibt mir jetzt keine andere Wahl. So, hier muss irgendwo was sein. Irgendwas, was ich finden muss.
Nein, nicht da rein. Jetzt stecke ich hier fest. Da hast du dein Boot, den du wolltest. Ey, aber ich steckte da fest. Ich konnte mich jetzt kaum bewegen. So. Einmal den hier essen und den hier. Heute? Ja. Heute bin ich aber auch mutiger, muss ich sagen. Autsch. Alter. So, machen wir den großen hier endlich. Der geht mir richtig auf den Nerv. Jo, grüß an Brom zurück. Kannst du übrigens Brom auch ausrichten? Ich habe in Dingens, in Morrowind, einen Eisbären nach ihm benannt. So. Wie soll ich bitte da rankommen? Okay, komme ich ran. So, jetzt ist nur die Frage, was muss ich hier genau suchen? So, ein verstreutes Erbe. Was genau muss ich hier finden, hä? Tagebuch. Ach so, das sind das sind Tagebücher einfach nur. Was ist das? Die Höhlenkunde. Geschichte eines Anglers? Des Anglers? Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir es fürs Erste, glaube ich, oder? Ein Leuchtenstein. Wir werden hier nicht das letzte Mal da sein. Trotzdem mal alles mitnehmen. Hoppala. Alter. So. Hier gibt's noch ein bisschen was. Ich wünschte, ich hätte nur etwas mehr, was Metall hat, mitgenommen. Oder Schrott, beziehungsweise eher Schrott, damit ich Nägel herstellen kann. Warte mal. Nee, die kann ich nicht treffen. Gibt's hier vielleicht Metall? Nee, aber Salz. Salz brauchen wir auch.
Nein, komm. Ach. Ein nice Bär. Hm? Ein Brombeer ist das. Vielleicht noch Nägel auf jeden Fall. Da ist was. Wahrheit oder Pflicht? Claudi, wie wäre es mit ein wenig Unfug? Wir treffen uns heute Abend mit June und Ricky in der Kellerburg. June will die Laterne ihres Vaters stehlen, damit wir bei Einbruch der Dunkelheit dort ankommen. Ich weiß seit letztem Sommer, wie man an den Wachen vorbeikommt. Also keine Sorge. Ricky sagt, er wird ganz laut schreien, um in der Bucht alles auf sich aufmerksam zu machen und die Echsenkreaturen herauszulocken. Aber ich glaube, er wird sich nicht trauen. Er ist ein Feigling. Klettere um Mitternacht aus dem Fenster, wenn du dich traust. Ich habe ein paar Laternen für dich draußen gelassen. Und Snacks haben wir auch. Oder? Sag Ricky, dass du ihn magst. Das wirst du aber auch nicht. Du bist auch so ein Angsthase. Oh, Metall. Perfekt. Nice. Hier haben wir auch nochmal Metall. Ich hätte nur gern ein bisschen mehr davon. Ah, Miasmaholz. Salz, das wollte ich nicht. Nicht die Fackel. Was ist denn das denn für eine Hütte? Hier gibt es auch wieder Nägel. Okay, was haben wir, was wir nicht brauchen? Alter, der ist schon mal wieder noch mal ein bisschen besser. Ernsthaft? Das ist legendär, das ist episch. Und das seltene Ding ist besser als das das epische. Und das epische ist auch noch mal besser als das legendäre. Das Spiel will mich doch verarschen, oder? Obwohl, der ist am besten. Nee. Oh. Ich raff gerade nicht, was am besten ist. Was können wir wegschmeißen? Erde. So, dann nehmen wir den mit und können daraus Münzen herstellen. Obwohl, daraus können wir auch wieder Münzen herstellen. Ich sehe da noch was, was wir nicht brauchen. Den hier. Aber sonst nichts Brauchbares. Diese Flaschen brauchen wir nicht. Ich hätte jetzt nur zu gern Ausgang von hier. Nägel. Hier kann man ein paar schütten. Nochmal Wasser. 65 Wasser haben wir schon.
So, ich glaube, ich muss an dem Boom hier vorbei. Achso. Das ist ja Geräusche machen. Okay, hier sind wir schon. Hier sind wir schon raus. Komm, wir machen uns auf den Weg wieder nach Hause erstmal. Wir haben den Kessel, was die Bäuerin haben wollte. Und ein paar Pfeile. Können wir mal schauen, wie vor allem dieses Schwert, das würde ich gerne noch mal ein bisschen ausbessern. Das sieht erstens mega geil aus. Der steckt da hinten fest. Ich freue mich für ihn. Okay, es wird dunkel. Der Himmel wird rot. Erstmal wieder den Weg nach Hause finden. Ja, wir sind schon mal auf dem richtigen Weg, das ist es. Wenn wir an dem hier vorbeikommen, sind wir schon auf dem richtigen Weg nach Hause. Jetzt braucht man die Fackel, damit ich mehr sehen kann. Es gibt hier aber auch keinen Wetterwechsel. Hä? Vielleicht kommt es später oder gibt es später ein. Will mich irgendwas angreifen? Tatsächlich ein Wildschwein. So. Gibt's wieder Nahrung? So, sie hat eine Quest für uns. Kessel gefunden. Los geht's. Gelobt seien die Erbauer, du hast meinen Kessel gefunden. Wie geht es, Raoul? Oh, seine Zeit lief ab, während meine stehen blieb. Also sind wir wirklich die Letzten. Wie grausam. Zünden wir ihm zu Ehren ein Feuer an. Wenn wir mit dem Kessel eine Feuerstelle herstellen, wird uns gleich warm werden. Okay, aber erstmal alles einlagern, was wir haben. Tatsächlich hatten wir so ein Holz. Okay, interessant. Nägel haben wir jetzt 15.
Kupfer haben wir nichts. Erst hatten, haben wir jetzt 12. Haben wir Stein. Bernstein haben wir nicht. Kohle haben wir auch nichts gefunden. Hier hatten wir tatsächlich 1. Leinen hatten wir auch 1. Okay. So, hier haben wir wieder sehr viel gehabt. So, ich würde sagen, das und das packen wir mal hier rein. Haben wir für hier was? Nö. Nüsse haben wir auch nicht. Erdbeeren haben wir nicht. Hierfür nichts. So, 25 Metallschrott, endlich. Haben wir ein bisschen wieder was. Haben wir Mützel? Ne, für hier haben wir nichts. Weil für hier haben wir einiges. So, da nehme ich gleich ein bisschen was mit. Hoppala. So. Haben wir noch mehr Lebensmittel? Übrigens, was macht der Bogen hier unten? Knochen haben wir auch was. Hat noch keine Knochen. Hier ist leer. Hier ist leer. Pack mal den Rest hier rein. Und hier rein. So, jetzt ist die Frage, wenn wir müssen einmal zur Werkbank. Die ganz da hinten ist natürlich. Warum auch sonst? Ich mach zu. So, mal gucken. Ausrüstung verbessern. Wenn wir das hier... Kommt auf 22. Der hier würde... Auch auf 22 kommen, aber hat eine längere Haltbarkeit. Dann würde ich den hier behalten. Der macht jetzt 40 Schaden. Okay, warte mal. So. Der macht... Dann würde ich den hier ausrüsten. Den zerlegen. Den zerlegen. Der hier weg. Der hier weg. Schade um die Waffe, die war schön, aber weg damit. So, okay. Die Münzen waren hier. Wir haben wieder zu viele Sporen. Warte, 10... 10 Miasma-Seelen? Haben wir 10 Miasma-Seelen? Wir haben 14. Wir können den wieder aufhören. Ob ich irgendwann Wii Sports spielen werde? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde das nicht spielen. So, ich will mir gleich mal ansehen, wie groß jetzt unser Revier ist. Ja, wir müssen dem Licht folgen. Kann ich das hier endlich abbauen? Nö, ich kann die Kerze da oben... Was war da? Abbauen. Stein.
Hier auch. Da war irgendwie ein komisches Geräusch. Nur um sicher zu gehen. Das komplette Ding wird eh umgebaut. Das Stein nehme ich aber schon mal mit. Die Tür behalten wir erstmal. Nicht abbauen, ich will hier schlafen. So. Jetzt will ich wissen, wie groß ist mein Revier hier. Wenn wir in die Richtung mal gehen. Hier. Wir kommen dem da immer näher. Rein theoretisch. Das kann ich jetzt auch noch bauen. Perfekt. Rein theoretisch wirklich jetzt noch ein paar Mal spielen und wir können richtig anfangen, hier eine Stadt draus zu machen. Mit dem Nobelviertel und so weiter. Hier haben wir sogar noch eine Mine. Ein Armviertel vielleicht auch noch. Ist doch keine Mine. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle. Wie wird man das Miasma hier los? Diesen Miasma-Nebel. Muss das komplett von meiner, von meiner Flamme hier eingesaugt werden oder kann man das dann irgendwie abbauen? Hier sind zwei Map-Gebiete, zwei verschiedene. Die Mauer gehört auch schon bald zu uns. Perfekt. Ich würde sagen, vielleicht sind das noch dreimal aufwerten, dann gehört die Mauer zu uns. Stellt sich jetzt nur die Frage, was bräuchten wir jetzt noch, um es wirklich zu verbessern? Also, Altar aufwerten, erweitern den Baubereich. Tilge die Flamme, um deinen Flammenaltar zu entfernen. Achtung, ungeschützte Bereiche werden von den Miasma verzerrt. Platzierte Gegenstände werden verloren gehen. Ich kann den noch nicht mehr weiter aufwerten. Okay. Miasma-Passierstufe. Okay, gegen den Brut-Irrlichtwurm. Müssen wir so oder so antreten, glaube ich, jetzt. Wir kommen da nicht drüber hinweg. Dann würde ich aber vorher vielleicht... Zu Hause Stufe 4.
Die Schicht des Anglers. Andere Quests machen, die wir hier haben. Eine wichtige Untersuchung. Die Plünderer haben die Irrwurzburg erobert. Besiege die Plünderer-Mutter, um die Stadt zu erlösen und dir deine Trophäe zu sichern. So, wo war denn das? Irrwurzburg? Da. Da waren wir sogar schon mal. Ist ein weiter Weg. Obeliskenforschung, Höhlenkuriositäten. Okay, also wir können doch nicht wirklich noch weiter ausbauen. Schade eigentlich. Also 160 ist, glaube ich, das Maximum dann. Das heißt, ich muss hier irgendwo dann nochmal so ein Flammenaltar machen, ne? So, wo ist denn der? Da. Würde ich hier auch nochmal so eine Flamme machen? Oder? Ich überlege mir das nochmal. Ich will hier auf jeden Fall eine Stadt haben, eine große. Das mal auch hier zu den Baublöcken hin. Eine Feuerstelle. Was brauche ich dafür? Feuerstein, Stein und Metallschrott. Wo haben wir Feuerstein? Hier haben wir Stein. So, wo? Hier haben wir Metallschrott. Stapel teilen. Wahrscheinlich in einer der gemischten Truhen. Gehe ich mal von aus. Hoppala. So. Wir haben nur 7. Okay. Ich hoffe, das reicht. Okay, das reicht. Feuerstelle. Wo haben wir die leere Kiste? Hier? Hier. Packen wir Stein wieder da rein. Achso, Holz können wir auch wieder hier reinpacken. Und Feuerstein war hier. So, packen wir das mal nach draußen. Hier wäre eine gute Stelle, finde ich. So, Quest abgeschlossen. Feuerstelle für die Bäuerin. So, was können wir hier machen? Ah, wir können das rohe Essen, alles da reinpacken. Hey Kind, ich habe hier etwas Seltsames. Sieh dir das mal an. Ein seltsamer Brief. Flammblut, vor einiger Zeit geschah etwas sehr Seltsames. Ich erhielt eine Nachricht. Sieh dir das an. Von Rhaegar. Mit Grüßen von den Conways. Ich habe nie jemanden namens Rhaegar getroffen, aber ich kenne die Conways. Kuriere aus dem Osten. Sie müssen über den Handelsposten Lodernder Fels gereist sein, um die Nachricht zu überbringen. Kannst du dir das mal ansehen? Was hat er?
Schreinerwerkzeuge. Willst du einen Witz hören? Schreiner ohne Schreinerwerkzeuge. Das war's, das ist der Witz. Ich bin lächerlich, ein Scharlatan. Ich brauche richtiges Werkzeug. Aber der Schmied will mir seines nicht leihen. Unglaublich sowas. Ich weiß aber, wo es Schreinerwerkzeug gibt. Sagt dir die Forschungsstätte in den Säulen der Schöpfung etwas? Jetzt haben wir wieder neue Quests. So. Was gibt's denn hier jetzt Neues bei ihm? Neue Betten? Steinbett. Wow. Oh, einen schönen Kamin. So, Fenster, Steinfenster, die sehen nicht schlecht aus. Hier Steinzäune. Ein Wasserbrunnen. Wo kriegen wir einen Holzeimer her? Oder müssen wir den herstellen? Ah, bei ihm konnten wir die Dinger machen. Verdammt. Ich habe ihn gerade laufen gehört. Wir hätten bei ihm bessere Truhen machen können. So, genau den müssen wir ja noch machen. Den hier. Obwohl den auch. Das wird noch ein Spaß, die Dinger zu sammeln. Was läuft hier rum? Was höre ich denn da? Der! Ich brauche hier eine Mauer. Obwohl, da hinten fängt die ja an. Ich müsste... Kann ich einfach da auf der Mauer... irgendwie so ein Ding machen? Wie viele Dinger kann ich hier machen? Wie viele Altäre kann ich bauen? Feueraltäre. Altaraktivierungskapazität 6. Ich kann 6 bauen. Da würde ich irgendwie zusehen, dass ich da hinten nochmal 1 mache. Und da hinten nochmal 1. Und in die Richtung nochmal 1. Damit es schön groß wird. Ist jetzt aber nur so eine Überlegung. Aber wir haben hier noch andere wir haben noch sehr viele Quests, die wir noch machen müssen. Eine wichtige Untersuchung. Ich würde damit anfangen, aber mache ich dann gleich. Ich mache jetzt noch mal ein kleines Päuschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.